Und moin moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier Minecraft Survival. Bei ihm ist meine Twitch-Optik gerade kaputt gegangen. So, ja, trotzdem danke für den Support. Ich bin schon wieder schlafen. Und dann verzaubern wir am nächsten Morgen die Rüstung. In der Hoffnung. Ja, Feuerschutz, ich weiß es nicht. Ja. Soll ich nochmal kurz nachlesen, oder? Ich weiß es nämlich echt nicht, keine Ahnung. Minecraft. Feuerschutz. Das offizielle Minecraft-Wiki. Feuerschutz reduziert alle Arten von anhaltenden Feuerschäden. Normalerweise nicht von Rüstung absorbiert werden. Feuerschutz reduziert auch die Brenndauer beim Entzünden. Um 15 Stufe Prozent. Naja. Ja, also Stufe 3 Verzauberung sollen wir ja schon haben, ne? Also auch echt nur Feuerschutz, nicht mal irgendwie Haltbarkeit oder irgendwas, aber gut. ISO, hier das Ganze mal an. Wir brauchen noch bald neue Hosen und einen Helm. Ah, das dauert nicht mehr lange. Also Diamanten werden gebraucht. Weil 13 reicht nicht mehr denn für alles, glaube ich. Knapp. Durchschuss, Eisläufer, Schutz. Dadurch auch einen Explosionsschutz 4. Und das könnte ich jetzt irgendwie zusammen craften, oder? Muss aber wieder ausziehen. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, da brauchen wir das Zeugs nicht. Aber ich würde mir ja vorstellen, dass ich das irgendwie an diesem Amboss oder so zusammenbauen könnte. Falsche Richtung. Oder was war das noch? Ne, das war Entzaubern, ne? Oder reparieren und entzaubern. Entzaubern ist blöd. Also ich nehme den, packe das dazu und kriege nichts. Na okay. Wo geht denn das? Oder geht das auch einfach am Zaubertisch? Kann ich das am Zaubertisch connecten? Ich habe noch nie so ein Buch dazu bearbeitet und diesen Braustand, ne, für tolle Getränke. Zaubertrank und so. Ne, das geht gar nicht. Das geht nur mit dem. Wenn mal alles kaputt geht, ne? Hier? Ach nicht. Naja, falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wirklich nichts verzaubert. Unsere roten Beeren sind schon wieder alle erntereif. Oh, aber Kartoffeln, Mohrrüben hier nur teils, teils, Weizen vorne habt ihr schon gesehen, teils, teils. Bei denen sieht man es ja mal ziemlich klar. Und hier fehlt auch noch ein bisschen. Also ich überlege tatsächlich, ob wir anfangen. Ich habe jetzt noch keine richtige Optik im Kopf, aber dass man Wüstendörfchen Häuser anbaut, damit die da wieder vermehrt werden können, die Dorfbewohner. Beim letzten Mal hatten wir den schönen Brot hingeworfen. Die haben wohl auch Liebe gemacht, aber die hatten keinen Platz mehr für Nachwuchs im Dorf, also haben wir es wieder sein gelassen.
baustoffmäßig, was wir hier auch so am Start haben, ist natürlich Sandstein, ne? Und daraus machen wir diesen Sand. Meißelten Steine. Keine Ahnung, was der Unterschied zu dem geschnittenen ist. Sieht alles aus, ne? Tür haben wir. Verscheiben, Fensterscheiben haben wir auch. Und was machen wir da später als Dach? Einfache Cobbles. Das sollen keine High-End-Hütten werden, ne? Nur einfach praktisch, sicher und gut. Ich weiß sowieso nicht. Ja, achso, und jetzt habe ich es in der anderen Hand. Das müssen wir gleich in zwei Familienhaus bauen. Oder zwei Partien, zwei Betten. Und ich wollte ja auch entweder müssen dazu schütten oder ich muss Zäune darum bauen, wegen der Sicherheit. Weiß ich noch nicht. Noch einmal mehr mitnehmen. Zweimal. Eigentlich wollte ich mir hier vorne noch ein Pferd. Oder die Schienen, ne? Schön in die Schienen, in die Bahn einsteigen und dann rüber. Dann ist auch schon wieder weit. Dann schlafen wir sonst da im Dorf. Sind auf Montage. Mehr Betten wäre sinnvoll gewesen. Moin Moin, danke dir. Für Follow. Was machst du? Bust? Was? Wie bitte? Da müssen wir erstmal freiräumen, ne? Also hier ist Bauplatz. Vielleicht kann jemand noch eine Info finden, wie das ist mit dem Abstand von den Häusern, ne? Dürfen die 10 auseinander sein? Dürfen die 20 Felder weit weg sein? Dürfen die gar nicht weit weg sein? Ich glaube, Fundament. Weiß ich nicht, lasse ich erstmal. Einmal weg damit, weg, weg, weg. So, haben wir. Gleich.
Ist der Schaufel auch wieder bald kaputt? So. Ach, wir haben auch eine Katze hier. So. Also ich sage nochmal, das sollen eigentlich nur kleine praktische Hütten werden. 3, dann ist es 4. Häuser maximal 16 Blöcke auseinander. Danke, super Info. 16, das ist schon eine Hausnummer, ne? Also ich meine, ich würde das jetzt hier bauen, weil ich jetzt damit angefangen bin. Und das sind die Dorfbewohnerhäuser. Wissen wir selber, brauchen nicht groß. Nicht groß verschnörkelt, also da geht es mir jetzt gar nicht drum. Sondern soll einfach praktisch sein. Aber ich wollte trotzdem, ich guck mal kurz, ne? Aber ich glaube am nächsten Tag. Wir schlafen auf der Baustelle schnell, ne? Im besten Fall können wir noch schlafen, bevor die Monster kommen. Gute Nacht. Ja, danke Brüni für das Raussuchen. Vielen, vielen lieben Dank. So, guten Morgen. Ich kann das Bett nicht mehr mitnehmen, ne, weil ich anderen Stuff gesammelt habe. Schön blöd. Schmeißen wir weg. Pfeile können wir fast zusammen stacken. Wir klauen hier nicht Sachen, Kollege. Die ganze Zeit ein Bett in der Hand. Ich dachte nämlich, wir haben jetzt diesen hier. Wenn wir den glatten in die Ecken geschnittenen, der ein bisschen schnittiger aussieht. Also nur so als Mini-Kontrast, ne? So. So. Sah das doch wieder in Arbeit aus, aber selber schuld, ne? Aha, Sand ist schlecht. Geschnitten. Aber wir werden dann eh in die Siedlung zurückgehen und uns noch, also ich auch hier, ne? Hier können zwei Betten rein. Wenn hier zu zweit drin wohnen. Fenster müssen noch hier reingeplant werden. Also hier ist klar, da kommt die Tür rein. Denn. So. Ja, eins wird hier mal schon. Also ich glaube, der will schon einziehen hier. Wir sind richtig happy. Wir tauschen, ich habe aber gerade nichts zum Tauschen. Ernte steht noch, er steht erst an demnächst. So, guck mal, dann kriegt er noch eine Tür hier rein. So, und jetzt ein Dach. Das ist alles ziemlich. Ja, danach haben die rote Steine hier als Dach. Aber ich habe jetzt eigentlich eher sowas hier angedacht. Wir haben ja auch klare Bauvorschriften, ne? Die alle Häuser müssen gleich aussehen.
Also eigentlich hätten wir fürs Pragmatische auch einfach ein Flachdach draufsetzen können, ne? Aber ein bisschen auch nicht soll das doch aussehen. Och. Warte. Ich kann vor Ort Neues bauen. Bin auch falsch rumgetreppt. Nur nicht ganz so viel, ne? Aber wie mit der Säge, glaube ich. Auch dieses, dass die Dorfbewohner sich wohlfühlen. Gleich merke ich von draußen, dass mir das optisch nicht gefällt mit dem Steindach. Und denke mir, ah Mist, wir reißen wieder ab. Und wieder leer auf out of Rohstoff. Habe ich den nicht gesammelt? Ja. Wo ist denn der? Ach, da ist hier. So, das kriegen wir jetzt aber auch noch fertig. Zack, 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 zack und zack. So. In zwei Betthäuser, Spitzdach, ein Betthaus, Flachdach. Ist das so? Oder meinst du hättest das gerne so, oder ist das auch Minecraft-mäßig irgendwie? Gibt es da irgendeine Regelung? So, unser erstes Haus hier. Ach, guck mal, ist gar nicht. Ja, ist ein bisschen ausladen vielleicht, ne? Man passt nicht hundertprozentig zu den anderen. Aber ich finde es gar nicht so verkehrt, Leute. Wir brauchen natürlich auch Licht und wir brauchen noch Fenster. Man kennt ja das Problem, in Minecraft kannst du eigentlich nie genug Licht haben. Klingt komisch, ist aber so. Ach so, das können wir noch abreißen. Drinne kein Licht, ne? Nein. So, nehmen wir das erstmal weg. Der Boden gefällt mir jetzt aber leider auch nicht mehr, ne? Muss, weiß ich nicht, ob wir das rote Holz nehmen. Oder irgendwas anderes, aber auf jeden Fall nicht Sand. Das können wir den nicht antun hier.
Glatte Stein oder irgendwas würde auch gehen, ne? Aber Hauptsache irgendwas anderes. Jetzt müssen die Dorfbewohner eigentlich nur noch Miete zahlen, ne? Wer ist auch dafür, dass die Dorfbewohner Miete bezahlen? Muss das denn? Nee, ich wollte das eigentlich nicht so. Ich wollte das anders platzieren. Wieso habe ich eigentlich diesen Zauberquatsch schon so mitgeschleppt? Das ist auch unglaublich, was ich immer für einen Müll mit mir rumschleppe hier. Crossover zu den Tenants. So sieht's aus. Aber warum war das nicht? Ich wollte eigentlich ein Bett hier und ein Bett hier machen. Aber warum das so nicht geht, ich kann es euch nicht sagen. Sand, schmeiße ich über drei Eichenholz weg. Die Tür muss auch wieder rein, ne? Doppel, Sicherheitstür. So, das ist erstmal unsere Behausung für die Nacht. Da sage ich, dass ich mit dem Bett auch nicht richtig hinkriege. Denn, ja, aus YouTube-Sicht, Leute, sind wir schon wieder völlig über der Zeit. Ach so, ja, okay, geht doch. Ich würde sagen, gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Reinschalten. Gern ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Und Gollum ist ja hier zur Sicherheit. Können wir also raus. Wir haben unser erstes kleines Wüstenhaus fertig. Werden dann versuchen, in der nächsten Folge gleich das nächste Haus nebenan zu setzen. Hier irgendwo auf die Ecke. Eigentlich einen ähnlichen Style. Ich bin da jetzt gar nicht so kreativ, glaube ich. Aber noch kleines gemütliches Haus für die Dorfbewohner. Wir gehen nach Hause denn und holen uns Brot, damit wir die Leute vermehren können und noch Betten. Guck mal, da fühlt sich doch jemand gleich wohl, ne? Ja, vielen, vielen Dank, bis dann und tschüss.